Gartenfreunde, wir werden mal einen Zusammenschnitt bringen über die Wassermelonen. Kommt dann auch noch Hokkaido, Riesenkürbis und Honigmelone. Anfangen werden wir mal mit den Wassermelonen. Wird dann alles zusammengeschnitten von April bis zum heutigen Tage, ich glaube 13. September, Sonntag, 13. September, oder 12. so ungefähr. Los geht es, wie immer, nach der Meise. Zwei Sorten. Bei der Sorte weiß ich die Kilogrammzahlen, steht nicht drauf. Aber bei dieser Sorte war wieder ein LKW. Bis 14 Kilogramm. Die machen wir hier auf Folie rein. Allerdings habe ich die versucht zu Hause vorzuziehen. Nicht eine ist gekommen. Dann werden wir hier noch reichlich reinmachen. Jetzt haben wir den hier drinnen noch an Korn. Jetzt mal aufgeben würde. Na, mal reißen hier. Jetzt. Ich habe hier noch mit den 14 Kilogramm ein bisschen Korn. 5, naja, vielleicht 20 Stück, würde ich sagen. Dann mache ich überall 5 Körner rein, in jedes Loch. Und bei der anderen Sorte genauso. Ja, ich mache erst mal. Dann lieber zeige ich das nochmal. So, da haben wir mit jeder Seite 5 Löcher. Und reingemacht habe ich immer 4 bis 5 Korn. Rausreißen kann man immer noch. Erstmal bis ihr habt, erstmal einer kommen. Ja. Wassermelonen. In der Rupschraus hier. Sind zu viel. Will ich nicht sagen, auch zufrieden. Sind zwar spät gekommen, aber gekommen. Freunde, wenn es weiter so gut geht mit den Wassermelonen, könnte ich dieses Jahr das erste Mal was ernten. So weit war ich noch nie gewesen mit den Melonen. Sonst waren die schon in der Größe verschwunden. Aber dieses Jahr stehen sie noch wunderbar da. Ich weiß nicht, ob das an der Folie liegt. Aber top. Noch. Kann sich ja noch ändern. Aber kommen auch schon kleine Blüten. Kann man nicht meckern. Nee. Heute am 27. Juli sehen die Wassermelonen so aus. Sind zwar noch nicht erntefertig, aber ich würde sagen, schon ein gutes Ergebnis. Habe ich ja zwei Sorten ausgesät. Von diesen dunklen habe ich
ungefähr 10 Stück, wenn ich alle gefunden habe, auf dem Feld. Das ist die größte. Daneben haben wir hier noch eine kleinere. Sind auch noch ganz kleine da. Und hier haben wir die andere Sorte. Das ist sozusagen die eine. Jetzt. Ja. Eine gestreifte. Jetzt weiß ich nicht, ob die Runden schwer wären oder diese. Ich würde sagen, diese wären schwerer als die Runden. Haben wir noch was anderes hier so an Größe? Mal gucken hier. Hier haben wir noch etwas an Wassermelone. Ich habe auch noch dann Honigmelonen. Hier hinten ist auch noch eine. Und hier haben wir zum Beispiel noch etwas ganz Kleines. Und hier haben wir noch etwas Kleineres an Melone, Wassermelone. Wir haben reichlich da an Wassermelonen. Hier sind auch noch eine. Hier haben wir noch eine ganz kleine. Gartenfreunde, hier haben wir. Das war die erste. Ich tue die größte mit. Ich würde sagen, am Sonnabend werde ich die schlachten zum Grillfestival. Werden wir die schlachten. Also bei Wochenbericht Teil 5. Mit reinschauen. Da kommt diese Sorte, also diese Melone. Ja, die probieren. Müsste eigentlich gut sein. Insgesamt habe ich von dieser Sorte 9 Stück. Dann habe ich auch noch eine andere Sorte ausgesät. Da ist noch eine gekommen. Ja, diese. Sieht auch nicht schlecht aus. Da habe ich die. Naja. Auch die hier. Die ist noch grün. Oh, oh. Kamera abgefallen. Aber man sagt, wenn die unten gelb werden, sollen die reif sein. Oder lasse ich noch eine Woche noch stehen? Na, überlege ich mir noch. Mal sehen, was der Chef sagt. Ich drehe sie erstmal wieder rum. Der Pippus ist hier nicht zu sehen. Oder? Nee. Sind aber die kleinen Pippusse dran. Die Ringelschwänzchen. Wenn die eingetrocknet sind, sollen die auch gut sein. Bei der großen hier ist er eingetrocknet, das sehe ich schon. So.
Lange Rede, kurzer Sinn. Probieren und dann werden wir sehen, was rauskommt. Honig belohnen, dieses Jahr, hervorragend. Quatsch, Honig belohnen, Wassermelonen. Ja, weiter geht's im Text. So, Gartenfreunde, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wie die ist. Da haben wir einen Schnitt machen, ja. Hoffentlich ist er gut. Also rot sieht es erstmal aus. Oh, Freunde. Freunde. Das könnte ein Melonchen sein. Und dann mal einen Schnitt machen, ja, abschneiden. Reinbeißen. Zuckersüß. Hier müssen wir gleich Saatgut nehmen. Ja, der Chef will auch stehen lernen. Erst beißen. Freunde, ich habe es jetzt nicht gewogen, aber ich tippe mal 3-4 Kilogramm hätte ich gehabt. Hälfte weg, schnabuliert. Andere Hälfte später. Samen genommen, kommt wieder in die Weihnachtsverlosung. Und dann als gratis Geschenk dazu. Ich habe gesagt, 2 Stück. Nehmen wir einmal diese. Das ist eine andere Sorte. Da habe ich bloß die eine. Die werde ich zu Hause probieren. Da haben wir das Ergebnis dann zum Schluss mit einblenden, wie das schmeckt. Und dann werden wir noch eine Edder oder Edder? Edder? Давай, а он есть. Oder die ganz vorne am Weg. Diese hier. Diese. Ah, ну тот оторванный. Ну давай, что-то он отпал. Нет. Нет, diese mit. Ah, есть. Schön. Ну давай. То ж die schön. Abgestorben ist. Diese nehmen wir mit. Da haben wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück noch. Nächster Tag, Sonntag. Ja, mal probieren, ob die auch so gut ist. Die gestreifte. Ui. Klick, man sieht noch nichts.
Dann sieht man noch nichts. Ah, jetzt sieht man was. Auch Herrn Feinsten. Wenn man sieht, wie es schmeckt, wie sie aussieht. Die Fleisch sind gar schön etwas überreif, wie man in der Mitte sieht. Aber die ist in der Schale dicker als die anderen, als die runden. Das war ja etwas spät gekommen, sind erst im Mai aufgelaufen. Also gesteckt habe ich die schon im April und im Mai sind sie erst aufgegangen. Hat elend lange gedauert. Am Ende war ich aber sehr zufrieden. Ich glaube, also über 10 Stück waren es auf alle Fälle. Jetzt nochmal unter die Folie. Habe ich im April Hühnerdung-Pellets und NPK-Dinger. Dann die Folie drauf und dann die Samen gesteckt. Nicht vorziehen. Nur in die Erde. Vorziehen bringt nicht. Habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Dann nochmal Mai, Juni. Juni nochmal nachdingen. So, das war eigentlich mein Fazit über die Wassermelonen. Das war der Film Wassermelonen.